Prana, Kundalini, Bewusstsein, das Tor zur Seele. Durch die Arbeit mit den Chakren können wir unser Bewusstsein erweitern und ein tieferes Verständnis von uns selbst und unserer Welt erlangen. Wir gehen gerade kollektiv durch eine Reise durch das Wurzelchakra. Ja, viele Menschen haben Angst um ihre Existenz. Auch das Herzchakra ist in Verbindung mit deinen Grenzen und deiner Kapazität, dich selbst, andere und deinen Lebensweg zu lieben. Herzchakra ist bei mir auf jeden Fall gut offen, würde ich behaupten an der Stelle. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Let's do it, man, Alter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaktion hier auf dem Kanal. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen über die Chakren. Ich wurde schon oft mit dem Thema Chakren konfrontiert, habe mich aber selber noch nie da eingelesen oder mich reingehört. Und deswegen finde ich es gut, dass ich jetzt gestern zufällig auf YouTube ein Video entdeckt habe zum Thema Chakren. Und zwar heißt das Video Chakra, 7 Chakren, Übersicht und Bedeutung. Prana, Kundalini, Bewusstsein, das Tor zur Seele. Ich bin gespannt, Freunde. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Ich versuche wirklich hier einen guten Content zu bringen, der wirklich Menschen auch anregt, mal Dinge zu hinterfragen, bewusster zu werden, zu denken und einfach nicht nur Sachen mache, die einfach nur entertaining sind oder so, sondern ich versuche wirklich was mitzugeben. Deswegen lasst gerne Support da an der Stelle. Ich würde mich freuen und jetzt gehen wir rein ins Chakra-Video. Let's go. Chakra it in, man. Skrrt. Ja. Das Tor zur Seele. Eine mystische Reise durch deine Chakren. Willkommen zu der Videoserie Das Tor zur Seele. Eine Reise durch deine Chakren. In dieser Serie werden wir gemeinsam die Öffnung und Reinigung der Chakren erkunden. Die Chakren sind Energiezentren, die in unserem Körper existieren und eine wichtige Rolle bei unserem emotionalen, spirituellen und körperlichen Wohlbefinden spielen. Durch die Arbeit mit den Chakren können wir unser Bewusstsein erweitern und ein tieferes Verständnis von uns selbst und unserer Welt erlangen. Ich freue mich darauf, diese Reise mit dir zu teilen. Schön, dass du da bist. Es gibt Traditionen, in denen mit mehr als 7 Chakren gearbeitet wird. Zum Beispiel noch die Fuß- und Knie- und Handchakren und so weiter mit einbezogen werden. Aber wir werden uns auf die 7 Hauptchakren fokussieren. Da, wie schon erwähnt, die allermeisten von uns kein gefestigtes Wurzelchakra ausbilden konnten, kann ich dir auch empfehlen, deinen Wurzeln ein ganzes Jahr zu widmen. Es ist egal, wie alt du bist. Deine Basis ist immer das Allerwichtigste im Leben. Das Wurzelchakra befindet sich... Ich werde hier auch nicht viel kommentieren, weil ich will da einfach auch nur lernen jetzt gerade, ja? Am unteren Ende der Wirbelsäule, zwischen deinem Scham- und Steißbein. Es repräsentiert deine Überlebensinstinkte, dein Sicherheitsgefühl, deine Grundängste und dein Urvertrauen. Alle deine Grundthemen, deine allerersten Lebenssituationen. Wir gehen gerade kollektiv durch eine Reise durch das Wurzelchakra. Ja, viele Menschen haben Angst um ihre Existenz. Das ist ein Thema des Wurzelchakras und lässt sich somit auch genau damit bearbeiten. Wege, um deine Chakren auszubalancieren und zu heilen, sind zum Beispiel Yoga, Energiearbeit wie Reiki, Meditation, Klangtherapie und Zeit in der Natur zu verbringen. Auch im Schlaf und zum Beispiel mit Kristallen und Mantren bist du in der Lage, diese Energiezentren zu bewegen, genauso wie mit Körperarbeit und Aromatherapie. Da du nun mit mir auf diese Reise gehst, wirst du selbst erleben können, wie sich dadurch dein Leben verändert und wie du sehr viele Informationen über dich selbst gewinnst. Wichtiges Video, Freunde. Ja, bleibt bei der Stange. Ich habe gemerkt, es sind schon wieder 20 Zuschauer weniger geworden, weil es zu deep ist. Aber es ist ein sehr wichtiger Content und es ist mir auch egal, wie viele Leute zuschauen, weil ich weiß, dass es wichtig ist und ich weiß, dass das Leben verändern kann, wenn Leute hier einfach zuhören. Deswegen hört zu, bleibt mit dabei. Wichtig. Das zweite Chakra, auch Sakralchakra genannt, befindet sich unter dem Bauchnabel. Die Grundthemen dieses Chakras sind unsere Sexualität,
unsere Kreativität und auch die Gefühle. Dort findet sich auch die Energie und Inspiration unseres inneren magischen Kindes. Dieses Chakra ist blockiert durch Scham und Schuldgefühle. Und hier lebt auch ganz besonders unser Selbstwert. Das dritte Chakra, auch Solarplexus-Chakra genannt, liegt über dem Bauchnabel. Es ist dein Kraft- und Willenszentrum. Hier liegt auch die Energie unserer Eltern und die Programmierung von ihnen, was wir tun sollten oder müssten. Hier befinden sich auch Themen unseres Selbstvertrauens und unserer Abgrenzung. In unserem Sakralchakra als auch unserem Solarplexus-Chakra sind unsere Verbindungen zu anderen Menschen. Wenn uns andere kontrollieren und manipulieren, dann greifen sie meist auf unseren Willen, also unseren Solarplexus, zu. Das äußert sich dann oft als ein schlechtes Bauchgefühl. Und auch in diesen Chakren befindet sich unser intuitives Wissen, also unser inneres Bauchgefühl, ob etwas gut für uns ist oder nicht. Unser Herzchakra befindet sich in unserer Brustgegend, dort, wo sich auch dein Herz befindet. Dort geht es natürlich um die Liebe. Es ist das Empfangens- und Gebenszentrum. Je nachdem, wie geöffnet dein Herzchakra ist, bist du in der Lage, Liebe zu dir durchzulassen und zu anderen zu senden. Auch das Herzchakra ist in Verbindung mit deinen Grenzen und deiner Kapazität, dich selbst, andere und deinen Lebensweg zu lieben. Als nächstes kommen wir zu deinem Halschakra. Dein Halschakra befindet sich, wie der Name schon sagt, an deinem Herzchakra ist bei mir auf jeden Fall gut offen, würde ich behaupten an der Stelle. Und repräsentiert damit deine Kommunikation. Dein Halschakra ist dein Manifestationswerkzeug. Manchmal braucht es nur zwei Worte und dein gesamter Lebenslauf ändert sich. Ich schwör's dir. So viel Macht haben deine Worte. Alles, was du aussprichst aus deinem Mund, manifestiert sich in deinem Leben, in der Realität. Alles beginnt mit einem Gedanken. Und sobald du es aussprichst, gibst du diesem Gedanken Macht. Die Macht der Sprache ist unfassbar. Ich habe ja auch... Ich habe euch erzählt, ich habe so ein älteres Ehepaar aus Deutschland kennengelernt bei einem spirituellen Event, würde ich mal sagen, Circle. Und ich habe mit denen gestern ein Interview gemacht, weil ich die sehr interessant fand. Habe auch während dem Interview erst rausgefunden, dass sie auch eine Psychologin ist, Therapeutin. Und wir sind schon deep in die Themen reingegangen, auch Depressionen. Aber auch die Macht der Sprache etc., auch was mit Deutschland passiert, gerade auch psychisch mit der Jugend und so. Also sehr interessantes Gespräch, sehr, sehr interessantes Gespräch. Und er ist auch ein heftiger Businessman, der halt voll auf dem Hustle unterwegs war, mehrere Unternehmen gegründet hat und dann irgendwie gemerkt hat, dass es ihn ausbrennt und ihn nicht richtig erfüllt hat und dann einen Cut gemacht hat. Und jetzt haben die zusammen auch ein Café, das heißt Café Lebenslust. Sie ist Therapeutin. Er kümmert sich auch noch um ein, zwei andere Sachen. Also sehr spannende Geschichte. Müsst ihr auf jeden Fall anschauen, wenn das Ding online kommt. Kollektiv arbeiten wir auch an dem Halschakra. Denn hier geht es um Themen, wie die eigene Wahrheit liebevoll zu sprechen, sich zu zeigen, wie man ist und ehrlich zu kommunizieren. Auch hier befinden sich tief sitzende Ängste von Bestrafung und Zurückweisung für die eigene Wahrheit. Das nächste Chakra ist das dritte Auge. Dieses befindet sich zwischen deinen Augenbrauen und repräsentiert deine höhere göttliche Sicht, Zirbeldrüse, sowie auch dein inneres Wissen und Visionen. Es ist deine höhere Intuition und dein Zentrum, um zum Beispiel auch deine Energiezentren wahrzunehmen. Dein drittes Auge ist blockiert, wenn du zu sehr in der Vergangenheit oder Zukunft lebst und dir darüber Sorgen machst und in selbst kreierten Illusionen lebst. Zu allerletzt kommen wir zu deinem Kronenchakra. Dieses befindet sich über deinem Kopf und ist deine direkte Verbindung zum Göttlichen und der Quelle. Dieses Chakra repräsentiert deine Verbindung zu den feinen Energien, dein
Vertrauen in höhere Kräfte und auch die Verbindung zu deinem höheren Selbst. Dieses Chakra ist blockiert, wenn wir überfordert vom Leben sind, keinen höheren Sinn sehen können und es uns an Vertrauen und Hingabe fehlt. So, das war eine kurze Übersicht für dich. Du wirst in den einzelnen Chakrenreisen noch mehr über jedes Chakra erfahren. Und mach dir keine Sorgen, wenn du jetzt denkst, oh Gott, alle meine Chakren sind blockiert oder mit allen habe ich ein Thema. Wenn du alle Themen deiner Chakren bewältigt hast und alle deine Chakren erleuchtet sind, dann bist du ein aufgestiegener Meister. Denn mit jedem Chakra, das sich öffnet und in seiner Kraft ist, steigt eine mystische Kraft in dir empor, die auch als Kundalini bezeichnet wird. Dies ist ein intensiver Prozess und nur die allerwenigsten haben ihre Kundalini-Kraft vollkommen erweckt und bis zum Kronenchakra aktiviert. Dies ist wirklich ein Weg der Meisterschaft. Falls das bei dir der Fall ist, dann brauchst du diese Chakrenserie nicht anzuhören. Und für uns alle anderen, wisse, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Freue dich auf den nächsten Teil dieser Serie, denn ab dann werden wir in die praktische Umsetzung gehen und in dein erstes Chakra reisen, in dein Wurzelchakra. Es wird ganz spannend. Und wenn ich dir für heute Nacht eine schöne Meditation empfehlen darf, dann ist es die Einschlafmeditation, um Stress und Sorgen loszulassen. Den Link findest du wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Abonniere gerne den Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke. So bleibst du up to date für diese wundervolle Reise. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame, intensive Reise. Gute, angenehme Stimme auch an der Stelle, muss ich sagen, ja? Fühle ich. Geiles Video. Danke an denjenigen, der das in den Discord reingeschickt hat. Ich werde definitiv hier auch nochmal ein bisschen weiter durchgehen in nächster Zeit, dass wir uns da nochmal mit den Chakren tiefer auseinandersetzen. Ist auf jeden Fall eine wichtige und richtige Geschichte, Freunde. Setzt euch mit dem Thema auseinander. Ja, wir haben Zuschauer verloren, aber die da waren, waren da und vielleicht hat man Einfluss da gelassen. Mich hat es auf jeden Fall beeinflusst. Ich werde mich auch noch mehr mit dem Thema Chakren auseinandersetzen und dafür sorgen, dass die zum Leuchten kommen und entcracked werden an der Stelle. Robson ist mit 95 Bit am Start. Leon, danke für die Reaktion. Ich fand das Video sehr simpel und wichtig für die Love Gang. One Love. Robson, war ein Video von dir. Ich küsse doch dein Herz, mein Jutster. Robson, it in, man. Thank you very much, bro. Sehr stark. Sehr, sehr stark.